So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Trader-Video. Maiko und ich haben gerade so ein bisschen die Kisten durchschlendert und ich habe eine Waffe gesehen und ich habe mich direkt verliebt und habe gesagt, ich brauche eh ein M4A1S-Skin und habe gesagt, okay, ich muss jetzt den Trader versuchen. Und zwar habe ich mir 10-mal die Pandora-Büchse gekauft und da hoffentlich kommt das Ungetüm raus und nennt sich Icarus Fell, die M4A1S. Ich habe die vor Ingame angeschaut, die sieht einfach sowas von pervers aus. Wert 114 Euro in Factory New, 146 in Minimal Wear. Keine Ahnung warum. Die wurde einmal in 146 verkauft, davor auch ungefähr in der Preisklasse von Factory New. Und Mike hat mich darauf hingewiesen, dass ich in Minimal Wear eben auch Kratzer drauf haben kann. Und die kann ich bei der Optik nicht brauchen, deswegen mache ich ihn auf jeden Fall in Factory New. Gekostet hat die ganze Geschichte knapp 60 Euro. Ja, und ich hoffe natürlich, dass ich die Icarus Fell rausbekomme. Es kann reinkacken, wie immer, mit der G3 SG1 Kronos. Wenn ich die krieg, würde ich richtig kotzen, weil die einfach nur 17 Euro wert ist und ich die nicht spiele und zudem auch noch, weiß ich nicht, scheiße aussieht. Jo, dann will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. So, hier seht ihr meine 10 Pandoras Büchsen. Und ich hau die jetzt auf jeden Fall drauf. Mike hat auch schon gesagt, also ich bin übel aufgeregt. Mike hat auch gesagt, er ist ja nicht so teuer. Er ist ja an sich nicht so, also nicht mein teuerster Trade-Up. Er ist natürlich schon teuer mit knapp 60 Euro. Aber ich bin jetzt einfach so heiß auf die M4 und ich habe Schiss, wenn ich die jetzt halt nicht krieg, dann kotze ich richtig ab, weil ich die jetzt einfach unbedingt haben will. Das ist, glaube ich, so der Skin, wo ich sage, okay, scheiße, Mann, da hätte ich richtig Bock drauf. M4A1S Factory New. Von mir aus auch Minimal Wear. Da müsste ich ihn weiter fast verkaufen. Ein Herz noch hin machen. Und das hier schön ausgrauen. Also ich bin richtig aufgeregt. Ich hoffe einfach, die wird's. Mike, du musst auf jeden Fall die Daumen drücken. Ich drück dir immer die Daumen. Ich hoffe einfach, die wird's jetzt, Mann. Wenn es die scheiß Autosniper wird, ich weiß ich nicht, was ich mache. Ich kotze. Ja, vor allem ist auch die Sache, ob die dann jemand kauft, ne? Weil wer kauft sie dann? Ja, selbst die ist ja auch nur 17 Euro wert. Da habe ich wieder 30 Euro gewastet. Mehr als 30 Euro gewastet und habe einen scheiß Skin. Also ja. Es ist so null Trost, den würde ich nicht mal spielen. Das ist halt das Bittere. So bei den anderen, wo du sagst, okay, kriegst halt die P90 Asimov bei der Cyrex, sagst du auch, okay, die ist einfach geil, die kannst du spielen. Dann siehst du darüber hinweg, aber hier ist einfach nur scheiße. Ich warte jetzt gar nicht mehr. Warte. Hast ich hab du? Schon gedrückt. Ja. Verpiss dich aus meinem Inventar! Nein, ich guck nicht. Und bitte, bitte, Daumen drücken. Bitte. Ja! Ja, Mann! Fuck, geile Scheiße. Factory New. Und ich hab doch in deinem Inventar. Ja, Mann, ich wusste es doch. Okay, die sieht ultra pervers aus. Ich werde die gleich nochmal in-game angucken. So, jetzt sind wir schön in-game, um euch die Waffe zu zeigen, wie einfach sie nur aussieht. Richtig pervers. Ich hol die jetzt mal raus. Die Farbe ist einfach nur der Wahnsinn. Ultra pervers, richtig geile Optik. Weißt du, was man damit auch gut machen kann? Was? Tschüss. Nein! Ich hole sie zurück! Boah, schade, ich hab sie fast zurückgekriegt. Oh, da fliegt sie! Ja. Okay, Leute, vielen Dank fürs Reinschauen. Drückt doch einen Daumen hoch rein. Schaut doch bei Mike vorbei, der hat auch einen extrem geilen Trade-Up gemacht, den falschen Trade-Up. Lohnt sich auf jeden Fall. Ob er reingelagt hat oder nicht, müsst ihr selber gucken. Und ja, danke fürs Vorbeischauen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.